Grüß dich. Wie können wir die Präsenz Gottes wahrnehmen, spüren? Denn ja, da ist Gott. Für mich ist das die Natur vor allem. Wenn ich die Schönheit der Natur fühle, spüre, wenn ich in der Natur bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin näher an Gott. Der ist da. Der ist präsent. Viel mehr als unter anderen Umständen. Aber heutiges Evangelium möchte uns noch ein neuer Aspekt hier hinzufügen, ein sehr wichtiger Aspekt, dass die Präsenz Gottes wird durch die Präsenz des Menschen spürbar. Dass die Menschen können uns die Präsenz Gottes mitnehmen, da geben, weitergeben. Und vor allem tun das die Propheten. Die Propheten, dadurch, dass die einfach etwas sagen oder in seinen Worten oder eben in seiner Präsenz. Die Menschen fühlen sich irgendwie bewogen, die Menschen fühlen sich mehr mitgenommen, die Menschen fühlen, dass da ist etwas mehr und die Menschen möchten dadurch mit da sein. Und das, denke ich, könnte auch also über die Religion sein, weil das Evangelium sagt uns, dass auch die Königin von anderer Religion ist gekommen, um einfach, weil sie gespürt habe, da ist noch mehr da. Und Jesus noch mehr mit seiner Präsenz zeigt uns in einer maximalen Ausstrahlung die Präsenz Gottes, weil er gleich Mensch und Gott ist, weil er durch die Inkarnation uns tatsächlich die Präsenz Gottes so nahe bringt, dass es mir nicht geht. Und deswegen sagt Jesu nicht, weil er sich, ja, weil sagt er, da ist noch mehr, weil da bin ich, da ist Gott. Spürt ihr das nicht? Wie kann er noch mehr Gott sein? Wie kann er, wenn er das schon ist, zeigt das? Und deswegen ist sein Herz tatsächlich bekümmert, weil er möchte uns diese Präsenz von Gottes vor Augen darstellen und die Menschen verschließen sich darauf. Was könnte uns dieses Evangelium für heute sagen? Ich glaube vor allem, das was ich am Anfang gesagt habe, sich noch mehr sensibel machen auf die Präsenz Gottes in anderen Menschen.